Ja, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und in diesem Video möchte ich euch eine richtig coole Cydia-App zeigen. Und zwar nennt sich die NC Weather Widgets. Also, wir gehen in Cydia rein und dann sehen wir gleich, wie die App heißt. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob sie NC oder NFC heißt. Also, wir sehen hier NC Weather Widgets. Die App ist kostenlos in Cydia zu erhalten. Wir gehen einfach mal rauf. Und sehen, es kommt von der ModMyIRepo. Und ja, die App ist für die Notification Weather Animation, die ja hier vorhanden ist. Die hier, ihr seht schon, die ist ein bisschen animiert. Ich gehe mal ein bisschen ran, dass ihr das Ganze auch sehen könnt. Tada. Und ja, das möchte ich euch alles zeigen. Also, ihr braucht einmal die App NC Weather Widgets. Die gibt es kostenlos in Cydia. Dann braucht ihr noch die App Winterboard. Also Winterboard hier. Die App ist eigentlich allgemein auch bekannt, auch jetzt für iOS 5 erhältlich. Steht hier auch nochmal iOS 5 kompatibel. Und ja, dann gehen wir mal zurück und gehen in Winterboard rein. Denn dort müssen wir das Ganze managen, wenn wir uns das installiert haben. Dann gehen wir auf Select Themes und dann können wir hier sehen, dass wir drei neue Animationen oder beziehungsweise neue Sachen haben. Einmal Tick NC Weather, dann Clear NC Weather und AWTD NC Weather. Also, ich habe jetzt AWTD an. Ihr seht es schon ganz gut eigentlich. Das sieht so ein bisschen animiert aus. Ich finde das richtig schön und passt auf jeden Fall. Dann zeige ich euch jetzt auch nochmal die anderen. Also, jetzt machen wir Clear oder Tick. Machen wir am besten erstmal Tick und Respring kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, wir sind wieder da und ja, locken wir mal unser Gerät und dann seht ihr schon jetzt, dass das Ganze echt cool animiert ist und die Farben sind auch richtig schön. Die Animationen sind immer anders von Design zu Design und ja, das gefällt mir wirklich gut an der App und jetzt zeige ich euch auch noch mal die letzte Version und zwar die Clear-Version. Also, wir gehen wieder in Winterboard rein. Und gehen dann auf Select Themes, auf die Clear und respringen dann ein letztes Mal. So, jetzt entriegeln wir mal. Und vielleicht seht ihr jetzt schon, das ist so eine Mischung von beiden. Und ich finde die wirklich sehr, richtig schön. Ich nehme als Standard die AWTD-Version, die gefällt mir am besten. Aber die anderen sind auch ganz schön und ich finde, das ist Geschmackssache. Und wenn euch eins von den drei Designs gefällt oder alle drei, dann gebt dieses Video doch einen Daumen hoch und abonniert mich, um kein neues Video zu verpassen. Und dann sehen wir uns halt im nächsten Video. Ciao!